Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 233 von Arboreon. Ja, wir haben letztes Mal einen Crash erlitten und ja, der Thomas Steele war ganz klar bewusst, dass das so kommen wird, warum ich auch mit allen Schiffen da reinfliege. Jetzt sind sie weg, ist auch gut so. Die waren ja sowieso nur Schrott, ne? Jetzt haben wir hier noch das Ding, das ich rekonstruiert habe, aber der wird wahrscheinlich auch nichts können, ne? Da müsste man mal überlegen, dass man das vielleicht ändert. Und ja, weiß ich nicht, da sollten wir mal gucken, dass wir das vielleicht bauen oder so, ne? Da oben blinkt ja auch schon ganz viel, dass das auch schäbig ist, ne? Dann würde ich sagen, kümmern wir uns nach dem Intro darum, ne? Bis gleich. So, dann ja, bedeutet das eigentlich, was wir jetzt machen müssen, ist der Baumodus erstmal aufrufen. Sollen wir das pimpen oder sowas neu bauen? Das ist die Frage. Und der Thomas Stehler hat auch geschrieben, dass man natürlich die Waffen selber bauen muss, damit sie richtig effektiv sind. Aber boah, da muss ich ja diese ganzen Materialien holen und so. Das ist jetzt überhaupt nicht mein Ding, ne? Es ist hier nur die Frage, was wir hier machen, ne? Hätte ja überall irgendwo was, ne? Das hier Generator, ne? Energiecontainer, ja. Und da hinten ist das ein Generator? Nee, doch, das ist der Generator, okay. Das ist bestimmt hier der Trägheitsdämpfer, genau. Ich würde mal sagen, wir arbeiten uns noch ein bisschen weiter vor. Arborion, haben wir das schon? Ja, ein bisschen wenig, ne? Lass mal gerade auf die Karte gucken, ob da noch das andere Schiff am Farm ist. Sieht wohl so aus, okay. Gut, dann wird da hoffentlich noch was zukommen. Baumodus wieder anmachen. Da ist ja eine Wumme drauf hier oben. Und was ist das für eine? Schadenstyp Antimaterie Hülle. 800. Feuerstoß DPS 950. Schaden 2 Tonnen. Okay. So, jetzt müsste man überlegen. Hier vorne sind auch noch drei Waffen dran. Wie werden wir dieses Schiff vergrößern, verbessern, verlängern und so weiter und so fort? Also wir könnten mal gucken, aber das wird ja wahrscheinlich hier nicht so klappen, oder? Okay, das ist aber auch noch gar nicht repariert, kann das sein? Reparieren? Ja, nee, doch, das ist hier anders wie da, komisch. Ach, ich habe kein Material, alles klar. Trinium, 74.000, okay. Okay. 74.000, nee, 72.000 Trinium. Ja. Die kriegen wir nicht mal gerade hier im Wald, ne? Haben wir denn noch auf der Karte überhaupt irgendwelche Schiffe? Ja, es gibt noch welche. Meine 1 ist hier irgendwo. Meine 1 baut ab. Aber das wird hier nicht das sein, was wir hier brauchen, oder? Baut der wirklich ab? Sechsundfünfzig abgeschlossen. Kann ich irgendwo sehen, was er abbaut? Nee, ne? Doch hier. Aber da ist nur bis Nanonit. Nanonit. Schiff zurückrufen. Zurückrufen. Und dann will ich mit dem Springen gehen. Wo springt denn der jetzt hin? Das habe ich nie eingegeben, oder? So, jetzt nochmal das Ganze hier hin. Linksklick, um dass er weiß, wo er hin muss. Reise. Schnelligkeit schnell. 6%. 17 Sektoren, 2 Minuten Reisezeit. Starte das, damit er da erstmal ist. Obwohl ich hätte den auch gleich hier hinspringen lassen können, oder? Na, jetzt läuft's erst.
So, wen haben wir denn noch hier? Traveler ist da vorne. Spritquelle ist egal. Meiner Ast Discover. Wo ist denn Ast Discover jetzt? Da hinten. Das ist aber auch so ein ärmliches Schiff, was keiner braucht, oder? Ich schätze mal. Schauen wir mal gerade rein. Was hat denn der hier? Eisen, Naunit und Titan. Was ist das für ein Symbol jetzt gerade gewesen? Erzeugt denn benötigte Energie? Das sieht doch alles gut aus. Was wollen die denn hier? Automatisierte Begrüßung, ja super. Das ist etwas, was ich auch gerade nicht brauche, ne? Hier. Nehmen. Nehmen. Schließen. Schließen. Nee, das war falsch. Geh auf die Karte und den brauchen wir jetzt hier nicht mehr, glaube ich, anpacken. Das lohnt alle gar nicht. Wo war jetzt der andere? Meiner 1 ist hier. Den will ich jetzt aber doch noch weiterschicken. Der ist auch schon angekommen. Nee. Elektro mit nur einem Sprung erreicht werden. Ja, weiß ich wohl. Ich will aber, dass das Ding auch einfach weiterfliegt. Aha, jetzt klappt's mal, oder? Okay, das geht dann nicht. Da sind Unruhen. Na, läuft ja. So, wo haben wir jetzt noch ein Schiff? Das Traveler ist da. Dann, aber das Traveler baut ja schon ab, ne? Genau so ist es. So, das bedeutet, wir gehen gucken, wo der Albatros ist. Albatros baut aber nicht ab, ne? Gehen wir rein. Das, ach so, das war das an der Werft, das Schiff, ne? Der war jetzt auch nicht der Bringer, ne? Ne, genau so ist es. Ja, lass uns den dann ein bisschen pimpen, oder? Ab in Baumodus. Ja, den konnten wir nicht reparieren, weil Trinium fehlte, aber das ist mir jetzt auch egal, weil das ist ja eigentlich ein relativ gutes Schiff, so fast zusammengebaut, ne? So, Urgo-Dingens, hier haben wir Avorion. Generator, Avor-Energie-Container. Da müssten wir mehr von haben, aber der Traveler, der müsste noch sammeln, ne? Triebwerk hier, Triebwerk da, okay. Was ist denn da noch sonst so dran? Ne? Das ist Panzerung, ne? Die gibt's nicht in Avorion. Energiecontainer und Generator. Aber ich schätze mal, den Generator kann ich ja nicht umbauen hier, der da drin ist, ne? Trinium-Generator ist da drin. Achso, hier unten Block umwandeln geht da. Ah, 5100 noch was. Brauchen wir gar nicht überlegen. Das schaffen wir nicht. So, Orgonit. Energiekunde, nee, Generator. Block umwandeln. Generator. Ach, super. Super. Gut, können wir nicht, brauchen wir nicht, machen wir nicht.
Gehen wir da mal kurz lesen. Reparaturdock. Reparieren. Es fehlen. Ich wollte ja auch nur, dass ihr nicht das. Ich will das für Geld reparieren. Ah, nur Credits, okay. So, jetzt ist er fertig. Gut. Ach, da oben ist auch ein Turm drauf. War der vorhin auch schon da? Ich glaube nicht, ne? So, jetzt wollen wir mal gucken, was wir da heile machen können, ändern können, ne? So, wir hatten den Generator hier und der sitzt da drunter, Generator. Und ich wollte den hier Block umwandeln. Jetzt ist er umgewandelt. Was ist das für ein Ding? Auch ein Generator? Dann will ich den auch umwandeln. Das ist eine Batterie. Das ist auch ein Generator, den will ich auch umwandeln. Dann will ich auch den da noch umwandeln. Oh. Ist das ein Generator? Ja, auch umwandeln. Das ist auch ein Generator, den wandle ich dann auch noch um. Das ist auch ein Generator. Da ist noch ein Generator. Auch ein Generator. Auch ein Generator. Noch ein Generator. Noch ein Generator. Noch einer. Ich sehe noch mehr Blaues. Das ist der Schildgenerator. Ne, den wollen wir da nicht umändern. So, hier haben wir jetzt Energiecontainer. Block umwandeln. Haben wir noch mehr Energiecontainer? Wahrscheinlich, aber ich komme da gar nicht hin. Da ist ein Generator. Das ist der Schildgenerator. Nochmal Generator. Hier ist nochmal ein Energiecontainer. Das da ist nochmal ein Generator. Okay, dann lass uns das so machen. Den haben wir umgewandelt. Was haben wir hier? Das ist der Schildgenerator. Nee, oder? Das ist der Schild. Nee, auch nicht. Aha, da haben wir noch mehr. Da ist der Schildgenerator. Wahrscheinlich gibt es hier keinen Schildgenerator in Ogonit, oder? Super ergiebiger Stein. Schiffsname, Schützturmbasis, Flugschreiber. Ne, gibt's nicht. Xanion. Da ist der Schildgenerator. Habe ich nicht, können wir nicht machen. Na super. Dann lass das erstmal so. Benötigte Energie ist 32 Gigawatt und erzeugte Energie ist 67 Gigawatt. Hier ist hinten, was ist das für ein Stein? Gyrophalanx, okay, aus Trinium. Also, hier wollte ich hindern. Das löschen. Gyrophalanx. Umwandeln, auswählen. Den gibt es ja mehrfach, ne? Das ist auch einer. Umwandeln, da muss es eigentlich noch einen mehr geben. Wo ist der? Aha. Smart Kante, smarte Kante, ne? Quartiere. Na, den sehe ich jetzt nicht, ne? Aber warte mal, ist er das? Nee, das ist er. Haben wir umwandeln? Ja.
Gut, dann haben wir die Beweglichkeit auch verbessert. So, jetzt noch Triebwerke besser machen, ne? Da. Da. So, die sind schon alle besser. So, haben wir's. So, wo lacht mich noch das Blaue hier an? Da. Also, das war der Schildgenerator. Den gibt's nicht in... Besser in dem Sinne, oder? Doch, in Arborion. Aber da wird's wahrscheinlich nicht gehen, weil... wir nicht genug Arborium haben wahrscheinlich, ne? Oh, 19.890. Wir haben mal gerade 562. Läuft, oder? Smarte Hülle. Okay. So, jetzt sind wir mit dem Ding schon mal besser unterwegs. Schiff ist schwach, verglichen mit anderen. Okay. Das bedeutet, wir müssen jetzt noch mal waffentechnisch was besser machen. Distanzverteidigungslaser. Was ist das jetzt hier für einer? Mach den mal weg. Der geht dafür hin, okay? Außergewöhnlich. Mach den mal gerade weg. Und den dahin gittert? Ja, nee, geht nicht. Super. Reparaturlaser kann sowieso weg. Und kann er gar nicht. Auch sehr schön, ne? Haben wir irgendwelche Module, die wir dann einbauen können? Gucken wir mal. Da gibt es noch zwei Steckplätze. Autogeschützturm-Slots 4. Bewaffnete Geschütze 3. Dann packe ich den da rein und installiere den fest. Da ist auch noch was möglich. Jetzt gucken wir erstmal den. Der geht jetzt. Ich glaube, den machen wir mal woanders hin. Der gefällt mir da so nicht. So sieht es doch gut aus, oder? Geht der auch noch dahin? Ja, passt. Geht noch was? Feuerstoß Plasmakanone. Geht auch. Sitzt aber, ne, sitzt an der richtigen Stelle. Chance auf Schild durchdringen, aber das ist dann erstmal erledigt. Jetzt steht hier auch nicht mehr, dass er schwach ist. Das ist doch schon mal was, oder? So, jetzt müssen wir dann in der nächsten Folge noch ein bisschen Panzerung dran machen, denke ich mal. Da kümmern wir uns dann drum. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.